Willkommen zurück zu einem kleinen Request-Tutorial für Mystic Man. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, dein Nick. Du wolltest wissen, wie man eine Charakterrekrutierung so erstellt wie in meinen schon gezeigten Videos. Das hier wird ein kurzes Tutorial, ich zeig dir das und allen anderen einmal. Ist natürlich wieder für Anfänger gedacht, die komplett jetzt erst damit anfangen. Dazu gibt es noch ein schönes weiteres Skript, was das Ganze noch ein wenig hübscher macht, und zwar das sogenannte Caterpillar-Skript. Davon gibt es viele verschiedene Varianten. Wir benutzen die, also zumindest ich benutze das Caterpillar-Skript von Voratana. Mit einem kleinen Patch von einer, wie ich finde, Legende in der RPG-Maker-Szene von Ehrlicht aus dem RPGMakerStudio.de Forum. Da gehen die Credits für diese beiden Scripts hin. Nicht vergessen, immer angeben. Die Leute geben sich Mühe, also sollte man sie auch ein bisschen dafür erwähnen. Ich zeige euch erst einmal, wie das Ganze aussieht. Wenn es dann mal lädt. Oh Gott, dieses Notebook geht mir so auf den Keks. Alles klar. Gut, hier sehen wir den Helden, wir sehen das Menü, er ist ganz alleine und wir quatschen mal mit dieser Troller. Hey, möchtest du, dass ich dich auf deiner Reise begleite? Nö, dann passiert gar nichts. Zwei ja. Wird der Sound abgespielt und plötzlich steht sie hinter uns und sie lässt uns auch nicht mehr in Ruhe. Sie folgt uns jetzt, solange wir sie in der Gruppe haben, durchs ganze Spiel. So, das gleiche können wir jetzt auch mit diesen Herren machen. Hey, hey, na, soll ich zusammen mit dir kämpfen? Ja oder nein? Wir drücken mal ja. So, jetzt kommt eine weitere Frage. Soll ich direkt mitkommen? Dann schließt er sich jetzt genauso an wie die andere und läuft hinter uns her. Oder wir klicken auf nein. Bitte warte im Hauptquartier. Alles klar, wir sehen uns später. Und dann verzieht er sich und zack, ist er weg. Was habe ich bei ihm noch Spitzel gemacht? Ich habe ihm verschiedene Bewegungsrouten gegeben. Wenn ich jetzt hier gestanden hätte und ihn angesprochen hätte, dann wäre der Charakter stecken geblieben. Das ganze Spiel wäre stecken geblieben, wenn wir zum Beispiel ignorieren, wenn geblockt nicht eingetragen hätten. Das zeige ich euch gleich noch. Zumindest hätte er hier nicht lang gehen können, solange wir hier stehen. Deswegen habe ich ihn, wenn ich ihn von der Seite angesprochen habe, also von hier, wäre er einen Schritt runter und dann verschwunden. Hätte ich ihn von hier angesprochen, wäre er einfach nach links und nach unten gegangen. Und wie wir gesehen haben, wenn ich ihn von unten anspreche, ebenfalls einfach nach links. Aber ich zeige euch das jetzt mal im Event Editor. So, bei ihr hier ist gar nicht viel zu sagen. Wir haben eine Chatbox. Das solltet ihr inzwischen wissen, wie das funktioniert. Aber ich zeige es euch nochmal. Auf der ersten Seite Text anzeigen, Nachricht ausgeben und dann euren Text einfügen. Danach kommt eine Auswahl. Auswahl anzeigen, direkt darunter. Mit Ja oder Nein. Wenn wir Ja drücken, wird sofort ein Sound abgespielt, ein ME, was wir auf der zweiten Seite finden. Fanfare in diesem Fall, also ein Erfolg. Danach nochmal eine Textbox, diesmal mit dunklem Hintergrund und der Nachricht, dass sich Lina unserer Truppe angeschlossen hat. Dann haben wir sie erstmal unserer Party hinzugefügt, indem wir hier auf Partymitglieder unser Partymitglied auswählen und auf Hinzufügen drücken. Und ganz wichtig, was man danach nicht vergessen sollte, wenn man möchte, dass der Charakter danach von der Karte verschwindet, was hilfreich ist, wenn man das Caterpillar-Skript benutzt. Das werde ich euch in den Download-Link unter diesem Video zukommen lassen. Den Self-Switch aktivieren, Self-Switch A, dann eine neue Seite, hier oben erstellen, eine einfache leere neue Seite und
bei Safe Switch den Haken setzen und auf A drücken. Gut, das war's auch schon mit dieser Person. Bei ihm ist das ziemlich ähnlich. Alles normal. Wieder eine Frage, also wieder, soll ich zusammen mit dir kämpfen? Dann die Auswahl, ja, nein. Bei ja wird dieser Sound abgespielt. Dann kommt wieder die Nachricht, dass er sich uns anschließt. Dann kommt wieder eine Chatbox und er fragt, ob er direkt mitkommen soll. Wieder eine Frage, ja oder nein. Bei ja machen wir das gleiche. Er wird der Gruppe hinzugefügt und ein Self-Switch auf die nächste Seite. Wenn wir auf Nein, Warte im Hauptquartier drücken, dann sagt er alles klar, wir sehen uns später. Und dann habe ich hier drei Bedingungen eingefügt. Bei der ersten Bedingung bin ich auf die dritte Seite der Bedingungen gegangen, auf Charakter, und habe mir hier den Alex ausgesucht, den Charakter. Ich habe hier oben ihnen einen Namen gegeben, weil bei diesen ganzen Events 1 bis 11 und er war nun mal die Nummer 12, da kommt man durcheinander, denn wenn ihr mit einem bestimmten Event auf einer Karte etwas anfangen wollt, solltet ihr diesem Event immer einen bestimmten Namen, den ihr euch gut merken könnt, mit dem ihr wisst, was ist dieses Event oder wer ist dieses Event. So kann man leichter arbeiten. Gut. Wenn er nach unten schaut, ist die Bedingung, den ansonsten Fall lassen wir weg, das ist wichtig. Dann startet diese Bewegungsroute. Er geht 4 Schritte nach links und 3 Schritte runter. Und zwar auf dem aktuellen Event. Und wir warten am besten, bis es fertig ist. Danach natürlich den Safe Switch A anschalten, damit er auch verschwindet. Gut. Bei der nächsten Richtung, wenn er nach rechts schaut, ich ihn also von rechts anspreche, dann benutzt er genau, das ist genau das gleiche. Ich habe das hier einfach nur kopiert. Und hier in der Bedingung nur die Richtung, in die er schaut, geändert. Bei der dritten, wenn er nach links schaut, ich ihn also von links anspreche, dann habe ich die Bewegungsroute ein bisschen verändert. Und zwar geht er zuerst einen Schritt runter, dann geht er 4 Schritte nach links und dann nochmal 2 Schritte nach unten. Und natürlich den Self-Switch nicht vergessen. Was wichtig ist, wenn euer Charakter oder euer Event das den Raum verlassen soll, auch durch eine Tür oder sonstiges gehen kann, müsst ihr, wenn ihr einen Teleport oder sonst irgendetwas eingerichtet habt wie eine Tür, dieses Event durchgehbar für andere Events machen. Das macht ihr durch einen simplen kleinen Haken, den ihr auf diesem Feld durchgehend aktiviert. So können andere Events dieses Event betreten und durchqueren. Ich hoffe, das war hilfreich und ja, ein bisschen informativ für euch. Mit den richtigen Tutorials geht es halt weiter, sobald ich meinen neuen Computer hier stehen habe. Zögert trotzdem nicht, mir weiter Fragen und Anregungen zu stellen, sodass ich euch auch weiterhin eure Tutorial-Wünsche erfüllen kann. Und dann wünsche ich mir noch viel Spaß und bis zum nächsten Video.